Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Wanderung mit Übernachtung. Bevor es losgeht, eine kurze Warnung bzw. ein Hinweis. Und zwar ist es so, dass ich auf dieser Tour auch meine Drohne dabei hatte. Leider hatte ich in der Hektik des Packens vergessen, die Drohne mit einer SD-Karte zu bestücken. Und so war ich gezwungen, vor Ort die SD-Karte aus der Osmo Action 3 rauszunehmen, um sie in die Drohne einzusetzen, um darauf meine Flugvideos zu speichern. Leider hat aus irgendeinem Grund die Drohne nicht ein einziges Video darauf abgespeichert, obwohl auf dem Handy der Timecode lief und auch als Speicherort SD-Karte ausgewählt war. Lediglich die extrem niedrig auflösenden Aufnahmen aus dem Cache, die haben überlebt, die kann man aber leider für so ein YouTube-Video nicht verwenden. Ja, ziemlich ärgerlich, den Fehler konnte ich bisher immer noch nicht rausfinden. Glücklicherweise haben die Aufnahmen von der Osmo 3 überlebt. Und der Jörg hat mir netterweise seine Drohnenflüge zur Verfügung gestellt. Auch wenn die aus einer völlig anderen Region stammen, passen sie dennoch optisch wunderbar auch in mein Video rein. Lieber Jörg, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und so eben der Hinweis, wenn ihr in meinem Video Drohnenflüge seht, ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern der Urheber ist der Jörg. Genau, das dann eben auch als Warnung an dieser Stelle, wenn ihr SD-Karten zwischen verschiedenen Videoaufnahmegeräten hin und her tauscht, kann es zu Problemen kommen, wie mein Fall jetzt eindrucksvoll bewiesen hat. Also am besten immer darauf achten, für jedes Videoaufnahmegerät eine eigene SD-Karte dabei zu haben. Ja, liebe Leute, das war's dann mit diesem Hinweis. Und ihr seht auch, die Kalender sind inzwischen angekommen. Da bin ich jetzt hier schon fleißig dabei, die ersten Exemplare zu versenden, mit, je nachdem wie es gewünscht ist, mit Autogramm zu versehen, mit einer Widmung und so weiter. Und morgen wird dann schon der erste Stapel zur Post gehen. Ja, das noch als Hinweis und damit Film ab, auf zur nächsten Wanderung mit Übernachtung. Und damit begrüße ich euch recht herzlich um 8:45 in der Früh in Attendorn im Sauerland, Landkreis Olpe. Herzlich willkommen zurück. Heute setzen wir den Sauerländer Höhenflug fort, den wir Anfang des Jahres, meine ich, Januar, Februar rum, ich blende es gerade mal ein, Link in der Videobeschreibung, haben wir den ja angefangen von Meinerzhagen und dann sind wir bis nach Attendorn gekommen und sind dann, ja, haben wir da abgebrochen, weil wir keine passende Übernachtungsgelegenheit gefunden hatten. Das soll heute anders werden. Auf jeden Fall hatte ich ja im letzten Venlo-Video schon so angedeutet, dass diese Tour vielleicht aufgrund meiner Schmerzen in den Füßen ausfallen könnte. Ich konnte jetzt die vergangene Woche aber das alles sehr gut generieren und auch dieser Konditionseinbruch bezüglich des schweren Gepäckes, das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Leute, da muss man dran arbeiten, ne? Kann nicht sein, dass man nach so 70 Kilometern mit so einem schweren Rucksack da fertig ist, als ob man den Kölnfahrt-Ultramarsch hinter sich hat. Geht gar nicht klar. Und so bin ich dann heute doch zurückgekehrt, freue mich riesig hier. Jetzt wieder, wir sind gerade auf dem Zuweg unterwegs zum Sauerländer Höhenflug. Ja, der Regen. Ja, komm, Schirm kann man zumachen, sehr gut. Ja, gehen jetzt schon aus Attendorn wieder raus und straight zurück zum Sauerländer Höhenflug. Und das werden heute etwa 47 Kilometer werden. Morgen geht es dann weiter bis nach... Ach, das sehen wir alles später. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid. Los geht's! Kannst machen, was du willst. Jacke an, schwitzt du wie ein Schwein, Jacke aus, Fenster an zu frieren. Also was man macht, ist verkehrt. Ich bevorzuge da aber eher das Frieren. Also Jacke aus, weiter geht's. Kurz nach 8:30, Kilometer 6. Inzwischen dürften wir auf dem Sauerland-Höhenflug zurück sein. Ich kann das nicht ganz genau sagen, weil ich habe den Track über Komoot so weit abgeändert, dass ich dann eben von Attendorn starte und dann irgendwo da oben auf den Höhenflug stoße. Also die Originalroute habe ich nicht mehr drauf, aber jetzt müssen wir langsam drauf sein, auch wenn ich noch kein Schild gesehen habe. Dieses kleine Schildchen da, Sauerland-Höhenflug. Ja, bei der Planung ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht mehr genau rekonstruieren konnte, wo ich damals vor Attendorn den Höhenflug ausgestiegen bin. Und jetzt sehe ich hier auf dem GPS-Gerät, diese Stelle hatte ich mir markiert, die liegt etwa 3,5 Kilometer noch zurück. Das heißt, 3,5 Kilometer Höhenflug fehlen uns jetzt. Ist jetzt so, ob wir das irgendwie nachholen,
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das nur so zur Information. Ja, der Rucksack, wollte ich auch mal was zu sagen. Richtig schwer heute. 17 Kilogramm. Leute, nochmal 2 Kilo mehr wie letztes Mal. Dafür müssen wir heute nicht beim Rewe einkaufen. Ist nämlich auch Sonntag. Aber ich hatte es eingeplant. In Eslohe wäre ich dann vom Höhenflug abgewichen. Rewe-Markt und dann wieder zurück zum Höhenflug und weitergegangen. Und dann sagte mir der Jörg, du weißt schon, dass morgen Sonntag ist. Also gestern hat man das geklärt. Da denke ich, ach du Scheiße, da haben die Rewe-Märkte ja zu. Also hätte der Jörg nichts gesagt, dann wäre ich heute eiskalt in mein Verderben gelaufen. Selbst jetzt hätte ich mir keine Gedanken gemacht, dass ja Sonntag ist. Und ich hätte da nachher in Eslohe vor verschlossenen Türen gestanden. Ja, und so musste ich halt eben gestern schon Lebensmittel einkaufen. Komplett für heute und morgen. Denn die Service hier im Sauerland, das ist richtig mau. Hier kannst du nicht mal eben zum Supermarkt gehen. Hier bist du wirklich auf dich alleine gestellt. Sehr geringe Bevölkerungsdichte, dementsprechend auch nur ganz wenig Einkaufsmöglichkeiten. In den größeren Orten gibt es das natürlich. Aber wie beispielsweise in der Moseltalregion, wo du mehr oder weniger in jedem Ort was zu essen und zu trinken kaufen kannst, das läuft hier nicht. Keine Chance. Das muss man bedenken. Ja, und damit läuft jetzt auch schon der Schweiß wieder runter, Leute. Geil. Also das Steigungsprofil wird hier richtig mörderisch werden. Dafür sind es aber eben nur 47 Tageskilometer. Ja, damit geht es auf jeden Fall weiter. Ah, Regen hat aufgehört. Sehr gut. Viertel vor 11, Kilometer 11, herzlich willkommen in der Nähe von Landemert, so heißt das Örtchen hier laut Garmin. Internetempfang haben wir leider keinen, so kann ich auch nicht mit Google Maps nachkontrollieren. Ja, ist jetzt so, der Internetempfang hier in der Region grottenschlecht, katastrophal. Ich hatte eben auf Instagram eine kleine Story hochgeladen, das hat schon ein paar Kilometer gedauert, bis man wieder so ein bisschen durchging durch den Äther, ne? Aber jetzt ist das Ding oben und läuft soweit. Also wir kommen auch leider nur sehr, sehr langsam voran. 4,8 km/h, ne? Ist natürlich dem Steigungsprofil geschuldet und auch diesem unfassbar schweren Rucksack. Also das wird heute wieder ein richtiges Brett werden. Deswegen lieber ein bisschen Piano machen. Wir haben keinen Zeitdruck. Ich bin da mit dem Jörg verabredet. Der ist auch schon unterwegs, hat für sich so eine 25 km Route zusammengebastelt. Und dann treffen wir uns an einem Platz, wo wir dann eben zusammen nächtigen. Und da haben wir so grob 20 Uhr angepeilt. Also Zeit haben wir genug, aber allzu viel darf auch nicht dazwischen kommen. Also müssen wir uns doch irgendwie ein bisschen dran halten, nicht so viel trödeln. Weiter geht's. Ja, 11.25 Uhr, Kilometer 14. Oh, in 20 Metern haben wir Kilometer 15. Ja, geht voran hier. Aber Leute, ganz ehrlich, wirklich dolle ist es bisher nicht. Ne, guckt euch die Landschaft hier an. Überall diese Borkenkäfer-Katastrophe. Ne? Haben wir deutschlandweit dieses Jahr das Problem. Und dann ist das wirklich so richtig apokalyptisch, trostlos, langweilig. Also vielleicht ist das auch nur dieses Stück hier, was ich mir jetzt vom Höhenflug rausgesucht habe. Vielleicht wird das auch noch schöner. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich informiere mich ja vorher nicht. Gucke nur, ah gut, Höhenflug machen wir weiter. Dann gehen wir einfach mal drauf los und lassen uns überraschen. Ja, das ist bisher eine gelungene Überraschung, weil es eben so trist und trostlos ist. Ich will hoffen, dass es bald besser wird. Aber solange es trocken ist, das ist dann schon mal viel wert. Weil dann geht dann immer die Laune massiv und blitzartig in den Keller runter. Ja, und dann ist Kämpfen angesagt. Ne? Ist jetzt auch schon. Ne, muss wirklich hier gucken, dass ich am Ball bleibe und nicht zu langsam werde, weil dieser Rucksack einfach so verdammt schwer ist. Ne? Ja, haben wir uns hier ausgesucht. Ziehen wir auch diesmal durch. Weiter geht's. So, ihr Lieben, wenige 100 Meter weiter könnte es dann jetzt das erste Mal spannend werden, denn hier geht der Höhenflug jetzt über diese Kuhweide drüber. Hier ist auch so ein Gatter, das kann man aufmachen. Und Leute, ganz ehrlich, hab so ein bisschen Bammel, was die Tiere jetzt machen, wenn ich hier drauf gehe. Ne? Aber das scheint ja wohl so, wie geht das hier?
Ach ja, hier ist ein Draht drum, den macht man hoch, dann geht das Gatter auf. Boah, jetzt bescheißt der sich da. Okay, gut. Achtung, ich komme. Ach, das ist eine Sie. Das sind alles Sies. Ja, ich glaube, die sind eher friedlich dann, ne? Auch wenn die Hörner haben, aber ich glaube, die sind dann eher entspannt. Hier auch nochmal das Schild, Höhenflug. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir das hier wieder zukriegen. Bleibt mal schön da. Ich gehe ganz langsam vorbei. Ja. So. Keine hektischen Bewegungen. Ja, die bleiben da friedlich liegen. Ja, Leute, spannend hier mal so Tiere live zu sehen. Geil. Aber ganz ehrlich, wenn die sich in Bewegung setzen, da hast du keine Chance. Die rennen dich über den Haufen und dann hat sich das Höhenflugdings hier erledigt, ne? Glück gehabt, weiter geht's. Uhr, Kilometer 19. Herzlich willkommen in Finnentrop-Lehnhofen. Lehnbach? Lehnhofen? Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall haben wir da gerade schon die Lenne überquert. Und das war jetzt gerade hier der Bach. Das ist nicht die Lenne, das ist der Frettebach. Frettebach? Oh Leute, ich gucke extra vorher nach und dann bin ich nicht in der Lage, mir das 5 Meter zu behalten. Natürlich auch so spezielle Namen, was man uns schnell vergisst. Ne? Gucken wir nochmal nach. Wir stehen jetzt hier am Fretterbach. So heißt das Ding. Auf jeden Fall gehört das hier zu Finnentrop. Ne, da ist es ja dunkel. Und jetzt jagen wir hier um die Kirche rum. Oder um das Kloster oder was das da ist. Können wir auch mal gerade nachschauen, was das sein könnte. Was sagt Garmin? Wenn das nichts kann, aber sowas kann es. Schloss Lehnhausen. So, gehen wir mal rüber. Wir gehen jetzt drauf zu. Oh, das ist so eine Art Wasserburg. Ne, so Graben drumherum. Diente im Mittelalter als Schutz vor Eindringlingen. Da gab es wahrscheinlich irgendwo so eine Zuchtbrücke, die konnte man runterklappen. Und dann waren wir in der Burg drin. So sieht das aus hier. Da drüben. Kilometer 21, Finnentrop und das Schloss liegt hinter uns. Jetzt haben wir uns hier gerade eine weitere Steigung hochgekämpft. Der Schweiß läuft, tropft die Arme runter. Aber dafür wird man dann hier mit so einem Ausblick über das Sauerland belohnt. Das sieht schon geil aus. Ne? Wäre natürlich schöner, wenn das ein richtig schöner blauer Himmel wäre mit Sonnenschein. Aber so ist das auch in Ordnung, solange es eben trocken ist. Aber ich merke auch, diese Tour, das wird auch wieder eine Durchbeißtour. Ne, ihr hört das auch an meiner Stimme. Ich bin so ein bisschen verschnupft, habe die letzten 2 Nächte auch schlecht geschlafen, weil ich extrem viel husten muss. Ja, und so schlägt sich das dann auch in der Leistungsfähigkeit natürlich nieder. Aber so fühle ich mich jetzt nicht grippig oder sowas mit so einem Wattekopf, das kennt man ja. Aber trotzdem durch dieses ständige Husten und wenig geschlafen bin ich auch nicht ganz auf 100%. Mehr ist nichts dran, wir ziehen das hier durch. Ja, da vorne auch nochmal so Ausblick. Oh, so eine Waldschule ist da, glaube ich. Die kann man da erkennen. Ja, jetzt haben wir noch 27 Kilometer etwa noch. Müssten wir bis zu unserem ausgewählten Schlafplatz haben, der wieder ganz woanders liegt als auf dem Sauerland-Höhenflug. So, aber das geht dann hier serpentinenförmig immer rum. Man könnte natürlich irgendwie abkürzen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Zeitlich sollte das auch alles hinhauen. Jörg ist auch schon gut unterwegs. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ja, dann sehen wir uns später wieder. Uhr, Kilometer 26, 866 Höhenmeter liegen hinter uns. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sackt ganz schön ab. Wir sind jetzt bei 4,9 km/h im Durchschnitt in Bewegung. Ja, Gesamtdurchschnitt sind wir bei 4,6. Ja, ist bei dem Steigungsprofil auch nicht weiter verwunderlich. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Nähe von Würden.
Würden. Da stehen 5 Häuser, das ist doch nicht mein eigener Ort. Das ist, ich glaube, da wird man Wohnplatz zu sagen. Ja, und dann laufen wir vielleicht mal auf ein Highlight zu, und zwar den Sterlberg, 549 Meter hoch. Ja, ob man da was sehen kann, ich weiß es nicht. Also Sauerland hat natürlich so einige Erhebungen, ist klar, aber nichts wirklich Außergewöhnliches habe ich bisher hier gesehen. Das sind dann Berge, da geht das über Kilometer bergauf und dann bist du auf 500 Meter hoch. Aber dass du mal an so einer Klippe stehst oder so und mal richtig runter gucken kannst, war bisher nicht. Ne? Tja, also bisher alles in allem eher unspektakulär, der Höhenflug hier. Und ich glaube, als ich jetzt auf der ersten Tour Höhenflug, das hat mir, glaube ich, auch nur so gefallen, weil es Winter war und es Schnee lag. Na, wenn so weiße Pracht überall liegt, dann macht das Ganze mehr Spaß, finde ich. Das ist das Ganze optisch viel ansprechender, als wenn es so, ja, ist wie hier, herbstlich trist ist. Auch wenn jetzt die Sonne so ein bisschen rauskommt und ich sogar schon die Sonnenbrille anziehen musste. Ja, wirklich toll ist es nicht. Aber ich will nicht groß meckern. Wir kommen auf jeden Fall voran, so ist es nicht, wenn es auch langsam geht. Aber es läuft. Ja, da sind die Befürchtungen leider wahr geworden. Sterlberg oder Sterlenberg, wie das Ding heißt, bist du ja auf dem Hochdingen und guckst oben Gebüsch, weißt du, ja. Da vorne ein paar Kühe, ein Sitz zum Draufsetzen, haben wir jetzt aber keine Zeit für, weiter geht's. Punkt 15 Uhr, 28,89 Kilometer gelaufen, herzlich willkommen irgendwo im Wald. Ja Leute, ich bin gerade so ein bisschen abgefuckt, denn ich habe hier die neue Osmo Action leider falsch bedient. Aus irgendeinem Grund hatte ich die auf Foto umgestellt und damit mir 2 Aufnahmen versaut, ohne es gemerkt zu haben. Auch ob das externe Mikro aufgenommen hat, weiß ich gerade nicht. Ich habe das gerade aus der Tasche geholt, schalte es ein, aber es hat die Vibration gemacht, als ob ich es ausschalten würde. Also da ist einiges schief gelaufen. Ja, ich nutze jetzt halt die neue Osmo Action 3. Die ist halt, die ist top. Es sind noch so ein paar Sachen, die ergänzt werden müssen. Ein vernünftiger Cage müsste daher. Da kann man auf jeden Fall so ab Werk keine externen Dinge anschließen, wie eine Filmleuchte oder so. Ich habe mir da selbst beholfen mit einem, ja, es sind so 2 von diesen Clips dabei. Ich mache den einen gerade mal ab hier. Ah, das ist ganz schön schwierig jetzt. Ah, so, da ist er. Genau, das sind dieser Magnetverschluss hier. Da sind eigentlich diese 2 Laschen dran. Diese typische GoPro-Halterung, die habe ich abgesägt und dann da so eine kleine Vertiefung reingefräst und von einem anderen Gerät einen Blitzschuh abgesägt. Das Ganze dann eben mit 2 Komponentenkleber da drin fixiert. Und nur so kann ich derzeit an der Osmo Action 3 eine Filmleuchte befestigen. Also da muss auf jeden Fall irgendwer was Vernünftiges herstellen, weil das ist ja kein Dauerzustand. So, dann externes Mikro lässt sich auch noch nicht anschließen. Das muss auch dringend nachgebessert werden, dass man da einen Adapter anschließen kann, wie bei der Osmo Action 1. Ne? Deswegen nutze ich seit der Fenlo-Tour eben auch dieses externe Mikro hier. Aber da muss man dann halt auch wieder manuell starten und stoppen, später im Videoschnitt das Ganze synchronisieren. Cool wäre natürlich, wenn der Empfänger von dem DJI-Mic auch wunderbar an die Osmo Action dran passen würde, aber das passt nicht. Das kann man zwar mit Adaptern irgendwie sich was zusammenbasteln, aber dann hast du da so ein Kabelwirrwarr drum, das ist da auch scheiße. Also da herrscht auf jeden Fall massiver Nachbesserungsbedarf. Und so setze ich eben darauf, dass es bald einen Audioadapter geben wird und dass wir wieder unseren toten Maulwurf verwenden können. Dann ist hier Ruhe mit dem Mikro hier, ne? So, was da jetzt drauf ist, kann ich derzeit nicht sagen. Das kann ich erst zu Hause sehen. Weil das kann man so nicht abspielen, das kann man nur über einen Rechner, über USB-Schnittstelle gucken, was drauf ist. Ja, deswegen vermute ich, ich hatte ja vorher von diesem Berg da gesprochen und ja, als wir dann da oben waren, stellte sich raus, Enttäuschung. Ja, da standst du vor einem Gebüsch, aber irgendwie schöne Fernsicht, ja, wird da auch nicht, aber ja, ist halt so. Und so, ja, haben wir jetzt auf jeden Fall schon die Hälfte der Strecke hinter uns und ich muss sagen, Sauerland-Höhenflug,
ist für mich eigentlich gelaufen. Hier muss ich nicht nochmal hin, es sei denn im Winter. Das ist wieder was anderes, schön verschneite Landschaften. Aber so jetzt hier, Leute, hier gibt es keine vernünftigen Highlights. Einfach nur immer Wald, hoch, runter. Echt eine Dolle, ne? Gut, wissen wir da auch Bescheid. Und jetzt quälen wir uns die letzten, ja, ich glaube, 16 Kilometer vielleicht noch. Und dann sind wir auch schon da. Ja, so rot-weiße Flatterbänder haben natürlich überhaupt keine Bedeutung. Uhr, Kilometer 35, 1200 Höhenmeter liegen hinter uns. Herzlich willkommen auf dem 656 Meter hohen Hommert. Ja, Leute, auch hier bist du auf einem ziemlich hohen Gipfel drauf und kannst am Horizont, kannst gerade mal den Horizont sehen. Ne, also, ich weiß nicht, was sowas soll. Ne? Gut, auf jeden Fall, da vorne sehe ich, da gibt es ein Gipfelbuch. Es sind übrigens 656,1 Höhenmeter. Gipfelbuch, das, kann man das sehen? Das ist zu. Ah, guck mal hier. Da hängt der Schlüssel. Schaltschrankschlüssel von der Firma Rittal. Kennt ihr der eine oder andere vielleicht? Aufmachen. Oh, der Schrein öffnet sich. Ach, das ist ein richtiger Edelstahlschaltschrank. Aus dem Elektrobau. So. Hinsetzen. Oh ja, da vorne kann man sich hinsetzen. Hängen wir mal hier hin. So, Gipfelbuch ab 12.02.2022. Gipfelbuch Hommert. So, was haben wir hier? Hausaufgaben. Das ist ein Hausaufgabenbuch. So, ich stelle euch jetzt mal hier ab. Ah, du Scheiße! Junge, Junge, Junge! Kann doch nicht sein! So, also Gipfelbuch, was haben wir hier? Reicht langsam, ehrlich. Ja, irgendwer klebt da Aufkleber rein. Wir haben kein Wein, wir haben kein Bier, aber trotzdem sind wir glücklich hier. Ein herrlicher Pausenplatz am Säuerländer Höhenflug. Silke und Andi. Silke mit Y. Das liest sich wie Silke. Oder vielleicht heißt sie auch Silke. Gut, Oma und Opa waren auch da. Dio und München auch, super. Lückscher aus Krefeld. Jetzt schreibt sich noch der wandernde Kölner hier rein. So, was haben wir denn, Hück? 2.10. Da, dass die Lücke immer so was überspringen. Was soll so was? Mareike und Thomas, warum könnt ihr euch nicht hier hinschreiben? Das ist doch Quatsch, sowas. Ja, dann mache ich das jetzt. Also, was habe ich gesagt? 2.10. Ah, guck mal. Ach, das waren die zwei, die mir wahrscheinlich eben entgegengekommen sind. Silke und Mareike und Thomas vom 2.10. Das ist ja heute. Die sind mir eben entgegengekommen. Hm? Also, nochmal. 2.10.22 OMS. War hier YouTube. Ja, zu mehr bin ich gar nicht in der Lage. Ja, dann dummert das wieder zurück und gehen auf die letzten, ja, ich glaube, es sind keine 10 Kilometer mehr. Weiter geht's. Kurz vor 18 Uhr, in 30 Metern haben wir 40 Kilometer voll, 1236 Höhenmeter. Ja Leute, ich muss sagen, mir reicht es. Mir reicht es, dieser Höhenflug, der gefällt mir überhaupt nicht. Das Ding ist stinklangweilig, der kann nichts. Das ist, also ich will niemandem zu nahe treten. Für mich ist das Ding hier heute nicht geeignet. So, auf jeden Fall habe ich mich damit dann jetzt auch entschieden, den Höhenflug zu verlassen. Der wird jetzt eigentlich normalerweise weiter geradeaus gehen. Wir gehen aber rechts lang, denn da schlagen wir dann den kürzeren Weg ein zum verabredeten Schlafplatz, Übernachtungsplatz mit dem Jörg. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder. Und zack, herzlich willkommen zurück. Guck mal, wer uns da entgegenkommt. Grüß dich. Der Jörg. Ja, geht's dir gut? Da ist er. Grüßt euch.
Wie lange hast du gebraucht bis hierhin? 5,5 Stunden. 5,5 Stunden. Ich war jetzt über 10 unterwegs. Leute, ich bin so fertig. Aber würde ich sagen, suchen wir mal unseren Privatwald auf, oder? Sieht das aus, ne? Auf geht's! So, damit herzlich willkommen zurück. Der Zeltplatzaufbau schreitet voran. Ich habe hier heute mal was Neues ausprobiert. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Also ich habe hier meinen leichten Daunensommer-Schlafsack mit dabei. Und für die Temperaturen ist es auf jeden Fall schon zu kalt. Dafür habe ich dann noch mitgenommen ein Inlay. Das ist eigentlich so ein Jugendherberg-Schlafsack, würde man sagen. Das kann man dann, wenn man irgendwo unterwegs ist, aus hygienischen Gründen benutzen. Das ist ein ganz dünner Stoff, hat die Form wie ein Schlafsack. Und das möchte ich dann innen reinlegen in den Daunenschlafsack. Und dazu habe ich dann noch mitgebracht eine von diesen Einweg-Notfallschlafsäcken. Da möchte ich dann entweder den kompletten Schlafsack drin einpacken oder den Herbergsschlafsack. Ne, das ist hier diese silberne Rettungsdecke, hatte ich schon mal auf Natur getestet, ist direkt kaputt gegangen. Da, schon kaputt. Guckt euch das an. Ach, eine Scheiße. Und zusammenfalten war auch nicht mehr möglich. Gucken uns das mal an, so sieht das aus. Also die Isolationswirkung ist schon enorm. Und ich denke, wenn man diese drei Dinger kombiniert, könnte das auf jeden Fall eine gute Isolation und Wärmehaltung gewährleisten und auch eben in Verbindung mit dem doppelwandigen Zelt. Das macht auch nochmal sehr viel aus bei kalten Temperaturen, dass man da nicht anfängt zu frieren. Ja, dann auch noch was Neues mit dabei. Das zeige ich euch später. So, damit haben wir es mittlerweile schon kurz vor 7:30. Mein Zelt steht, der Björk geht auch langsam voran. Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass hier ohne Duschen, egal bei welchem Wetter, bei mir überhaupt nichts geht. Ich habe es hier nebenan aus so einem kleinen Bachlauf schon eine Portion Wasser geholt. Da werden wir jetzt schön aufheizen hier, um uns dann eine schöne warme Dusche gönnen zu können. Da kommt auch der Jörg, komm mal ran hier. Das muss ich mir im Übrigen mal zeigen, ja, dieses wundervolle Licht. Also, ja, ich habe auch noch so eine. Ja, ich habe das in deinem Video gesehen letztens. Das ist ja eine Innovation. Das ist absolut stark, diese. Seinesgleichen sucht. Ja. Zack. Mega. Darauf kannst du dann kochen. Geil. Ohne Feuer, wird ruckzuck heiß. Ja, dann würde ich sagen. Ich lieber hin, nicht, dass er zu heiß wird. Ne? Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum Duschen wieder. So, liebe Leute, es ist angerichtet, feuerfrei. Uiuiuiui, da war ein bisschen sehr viel kaltes Wasser drin. Das konnte jetzt die eine Fuhre warmes Wasser gar nicht richtig aufheizen, obwohl das richtig gekocht hat. Aber stehen wir durch, kriegen wir hin. Oh, Leute, ist das schön. Klasse. So, oh, jetzt wird es ein bisschen wärmer. Jetzt hat sich ja ein bisschen mehr durchgemischt. Passt schon. So, ich habe ja auch ein neues Duschmittel, mal von Globetrotter, Wilderness Wash, Multi-Purpose Outdoor Wash. Damit kannst du Geschirr spülen, dich waschen, Klamotten waschen, das ist für alles gut und sogar biologisch abbaubar. So, und jetzt auf zum Kochen. Ach, liebe Leute, was jedet uns gut. Und gleich geht es uns noch besser, wenn wir hier nämlich endlich was Schönes, Warmes zu essen bekommen. Heute Maultaschen, traditionell schwäbisch, da führt kein Weg dran vorbei. Dazu aber mal was Neues, und zwar Pilzrahm-Nudelnsoße. Das habe ich schon mal gemacht und gesagt, dass das aussieht wie flüssige Exkremente, glaube ich, sinngemäß. Das Ganze zweimal. Und auch mal was Neues, eine Packung Mini-Knödel. Die sind gefüllt mit Frischkäse und Kräutern. Richtig geil. Damit fangen wir mal an. Quasi
Ach. Willst du ein Messer haben? Ja, die haben dann keinen so einen Riss reingemacht. So hat es ein Messer. Ja, da gehört da so ein Riss rein. Ah, Leute. Ja, ob man das mal aufreißen kann. Ja. Oh, die sehen sehr gut aus. Da müssen wir aber trotzdem erstmal hier die Soße vorbereiten. Das machen wir hier in dem großen. Hauen diese Pilzrahmen. Paste da einfach mal rein. Ja, die Konsistenz erinnert wirklich an Exkremente, kann man nicht anders sagen. Aber ich meine mich doch zu erinnern, dass die nicht unlecker war. Du hast die auch schon mal gegessen, Jörg, nicht, ne? Nee, ich mag überhaupt gar keine Pilze, hör mal. Ach so, okay. Pilze kannst du mich mit jagen. Ja? Nee. Ich esse meistens diese Würzpaste hier mit Tomatensoße oder diese chinesischen Scheiben. Stimmt, die gibt's auch, ja. Ja. Curry und wie sie alle heißen, naja. Ja. Ja, weil es schnell gemacht, für unterwegs, einfach mal reingeklatscht in das Kochsystem hier. Müssen wir mal gucken, was da drauf steht. 100 Milliliter Sahne. So, aber wir haben jetzt zwei Packungen, also 200 ml und die 50, die hier noch mehr drin sind, die gönnen wir uns auch. Haben wir alles eiskalt zusammen da rein. Das hast du dir verdient, hör mal. So, läuft, ne? Voll. Was mit deinem Essen, was gibt es bei dir? Ja, es gibt heute gebratenen Reis. Mit Eiern, frischen natürlich. Wow. Und Bratkartoffelgewürz. Aber Bratkartoffelgewürz, ich habe mal geguckt, was da drin ist. Das sind so allerhand Gewürze, die man für Salz, alles möglich verwendet. Hauptsächlich wahrscheinlich, ne? Paprika, bisschen Chili, glaube ich, ist da mit bei. Ja. Ja. Also das ist jetzt so mein Universalgewürz für unterwegs. Das kannst du überall drauf knallen, ja, ne? Ja. Sehr schön. Ja, dass man einmal so was gefunden hat, wo man Gefallen dran hat, Das ist schon eine super Sache. Genau, jetzt rühren wir das hier einmal durch, lassen das schon mal hier aufwärmen. So, wir kochen heute mal zweiflammig. Das ist das erste. Dann werden wir gleich ein bisschen davon hier rüber tun in den kleinen Behälter, um eben unsere Mini-Knödel hier aufzuwärmen. Ist auch wieder Wahnsinn, ne? Guck mal, wie viel da drin ist und wie groß die Packung ist. Ein Schelm ist, wer Böses denkt, dass man da verarscht werden soll. Von der Lebensmittelindustrie. Nee, du wirst nicht verarscht. Das ist genau dafür gedacht, was du gerade gemacht hast. Damit du den Müll da reinpacken kannst. Damit man den Müll da reinpacken kann, genau. So, während das schon mal ein bisschen aufwärmt, schneiden wir die Maultaschen klein. Ach, Maultaschen sind ein Lebensgefühl. Das ist Lebensinhalt, das ist Lebensgefühl, das ist draußen sein, das ist Wandern, das ist kaputt sein, das ist schmerzende Füße, das ist alles. Aber wieso ist denn die Fruchtbuttermilch nicht dabei? Weil die einfach festgestellt hat, dass sie zu viel Kalorien hat. Mhm. Das wusste ich auch vorher, aber ich habe auch nicht unwesentlich zugenommen. Und das sind dann Sachen, die man sich halt sparen kann an Kalorien. Mhm. Ja, da trinke ich lieber hier Wasser oder so eine extrem kalorienreduzierte Limonade ohne Kunstzucker. Da gibt es momentan auch sehr gute Angebote mit echtem Zucker, aber ganz, ganz wenig nur. Mhm. Ja, weil diese Kunstzucker, die machen schon mal einen ganz fiesen Geschmack im Mund und so weiter. Mhm. Wenn das so mit echtem Zucker ganz wenig gewürzt ist, ist das, denke ich, auch angenehmer und gesünder. So. Genau, hier nochmal ein bisschen umrühren. Das wird jetzt schon langsam warm hier. Kannst du auch schon dampfen sehen. Genau, das muss ich nochmal runternehmen. So, dann machen wir nämlich eine Hälfte davon für die Maultaschen und die andere Hälfte für unsere Klöße. So, können wir das auch schon mal aufwärmen. So, das halt auch perfekt da reinpasst, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen schräger stellen, weil sonst der Topf zu tief reinhängt. Also, ja, sehr gut. So kann man kochen. Liebe Leute, gleich geht's hier zur Verköstigung. Fertig mit Kochen? Ich bin fertig mit Kochen. Sehr gut. Sehr gut. Du auch? Ja, ich bin fertig. Hat geklappt? Ja, sicher. Sehr schön. Aber ja, wenn ich deine Riesenportion sehe, ist ja meins, da wir gehen Kindergarten. Ne? Ja gut, hängt glaube ich auch mit der Laufleistung zusammen, ja, wie viel man braucht. Ne? Ja, aber ich habe dir auch erzählt mit dem Riesenschlafsack und alles, ja. Ne? Platz war
nicht mehr vorhanden. Also ich hätte mir noch einen zweiten Rucksack irgendwie vorne dranhängen können oder so, aber ganz ehrlich, nee, irgendwann ist immer gut. Also ich bin auch auf dem Weg hierhin an keinem Geschäft vorbeigekommen, du bist hier wirklich aufgeschmissen. Sauerland, du bist wirklich, was du nicht dabei hast, wirst du hier nicht bekommen. Ne? Yeah. Also liebe Leute, Kochen hat wunderbar funktioniert. Ja. Würde ich sagen, probieren wir mal hier so ein Kloß mit Frischkäse. Boah, geil. Muss auch mal innen. Ich habe die auch schon mal gehabt, aber ich habe das anders gemacht. Ja, dann wollen wir mal hier unseren Herd löschen. Muss ja nicht unbedingt hier Energie verschwenden in der heutigen Zeit. Ne? Ja, liebe Leute, und damit sage ich guten Appetit. Guten Hunger. So ihr Lieben, damit haben wir mittlerweile 20 vor 10, wir haben wunderbar gegessen und jetzt wird es auch langsam richtig, richtig kalt, will ich mal sagen. Ich bin auch froh, hier meinen kleinen Handwärmer wieder am Mann zu haben, damit sich die Flossen hier so wärmen kann. Deswegen ist es wirklich ein Geschenk des Himmels und ich bekomme jetzt zunehmend Probleme mit Oberschenkelkrämpfen. Deswegen habe ich mir jetzt hier schon mit ein bisschen Wasser eine Brausetablette aufgelöst. Ja. Aufgelöst. Prost. Ah, geil. Richtig hoch konzentriert. Zwei Schlücke ist das Ding weg. Das geht auch sofort ins Blut und in den Muskel. Dann hören diese Krämpfe auf. Boah, Leute. Also, ich glaube, allzu lange werden wir hier nicht mehr verweilen. Der Jörg ist gerade noch im Zelt. Wahrscheinlich schon seinen Schlafsack und so weiter vorbereiten. Ja, aber wir können vielleicht einfach mal rübergehen. Dem Jörg mal Gesellschaft leisten. Wo ist die Leuchte? Da. So. Da ist er. Ah, mit Licht sieht man viel mehr. Geil. Ja, die Wiese auch schon richtig nass wieder. Puh. Jörg? Ja. Geht's dir gut? Ja, ich bin ein bisschen frisch, ne? Was treibst du da? Boah, ich bereite meinen Kaffee vor für morgen früh. Damit ich Kaffee, nicht so viel rascheln muss. Kaffeetrinker. Damit du noch ein bisschen schlafen kannst. Ja, wenn ich überhaupt schlafen kann bei dem Husten. Ne? Ja. Muss man mal sehen. Auf jeden Fall hier ist Jörg sein Zelt. Ne? Willst du mal reingucken? Ja, wenn wir dürfen. Ja, sicher. Willkommen im Hause Müller. Ne? Wunderbar. Rucksack. Mal hier sogar noch einen Nachttisch. Achso, einen Stuhl nimmst du als Tisch, ne? Ja, ja, genau. Cool. Ja, sehr gut. Schön dicke Unterlage. Hoi. Gehen wir mal bei mir drüben gucken. Das ist das altbekannte Nordisk Pasch PU. Weil das habe ich jetzt auch schon so lange. Bestimmt 10 Jahre. So lange habe ich das, glaube ich, schon. Ne? Also hat bisher immer wunderbare Dienste geleistet. Und dadurch, dass es eben so ein doppelwandiges Zelt ist, tut das auch nochmal sehr viel für die Wärmeisolierung mit dazu. Deswegen, ich glaube, dass ich da mit dem dünnen Schlafsack, den ich dabei habe, auf jeden Fall eine sehr schöne Nacht verbringen werde. Ja, dann würde ich sagen, glaube ich, sehen wir uns auch gleich schon zum großen Bettgang wieder. Uhr. Herzlich willkommen zurück. Der Jörg liegt schon nebenan in seinem Bett, dürfte aber auch noch wach sein, hat auch gerade auch eine Abendmoderation gesprochen. Ich habe mich jetzt hier in meinen Schlafsack reingeschält, habe tatsächlich nur diesen Überzugsschlafsack mit reingenommen und ich muss sagen, das reicht. Das wird definitiv reichen für diese Nacht, auch wenn wir hier laut Jörgs Thermometer 11 Grad nur haben, aber das könnte die Nacht noch ein bisschen kühler werden, aber auch dann wird das ausreichen. So, dann hatte ich ja vorhin noch von einer Neuerung gesprochen, die ich tatsächlich schon etwas länger besitze, aber jetzt erstmalig ausprobieren möchte. Und zwar ein neues Kissen. Lass euch nicht von der Farbe irritieren. So sieht das aus. Das pusten wir jetzt auf. So, kann man hier noch diese Tasche drum machen und dann in diese Öhrchen hier einhaken. Ich glaube so rum, damit die Tasche dann nicht so rumschlackert. Genau, das ist ein Luftkissen. Werde ich jetzt das erste Mal drauf schlafen. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja eher so ein Knautschkissenschläfer. Ne? Ich mag das, wenn ich ein großes Kissen habe, weil ich so quetschen kann und mich dann reinlegen kann.
Das ist mit so einem Luftkissen ja eher nicht möglich. Aber das Packmaß und das Gewicht hat mich halt extrem angefixt. Deswegen ich dachte, komm, probiert mal aus. Ja, das könnte schon was werden. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft wieder ablassen. So, Ventil wieder aufmachen. Ja. Ja, alles klar. Auf jeden Fall funktionieren. Dazu dann hier den Handwärmer noch parat. Und ihr seht auch hier, es ist extrem eng. Neben mir hier mein Rucksack und so weiter. Und die ganzen Utensilien, Handys, Lampen, Magnesium noch. Da werde ich mir auf jeden Fall noch eine reinschaufeln müssen. Ich merke nämlich jetzt schon wieder, dass meine Zehen sich so verkrampfen. Und nach unten, da muss ich mit dem anderen Fuß immer wieder gegenwirken. Mit diesen Krämpfen, das ist echt nicht schön. Ne? Gut, werden wir auch überstehen. Und damit sage ich gute Nacht und bis morgen früh. So, und damit herzlich willkommen zurück und einen wunderschönen guten Morgen. 7:10 in der Früh. Es fängt gerade an zu nieseln. Die Nacht über ist es trocken gewesen. Ich habe verdammt schlecht geschlafen. Ich habe quasi nur gehustet. Es war richtig anstrengend. Tiefsitzender Schleim, Reizhusten, ganz, ganz unangenehm. Dafür war das Aufblaskissen richtig gut gewesen. Ja, was mich jetzt interessiert, wie der Jörg geschlafen hat. Hast du vor meinem Husten auch viel mitbekommen? Hin und wieder mal. Ich habe, ob du glaubst oder nicht, ich habe hier sehr gut geschlafen. Geil. Besser als zu Hause. Geil, ja, das freut mich. Ja, ich hatte es ja schon den Jörg vorgewarnt, dass ich tierisch Husten habe. Hm. Und ich habe gefühlt nur 2 Stunden geschlafen und den Rest der Zeit gehustet. Ne? Nee, also ich habe es hin und wieder mal gehört, aber nicht so schlimm, dass ich jetzt sagen müsste, ich sehr gut wach bleiben oder so. Sehr gut. Nee. Ja, und du ich habe mir auch extra Europax eingepackt, aber auch? Ich habe sie nicht gebraucht. Okay, sehr schön. Ich habe mich da richtig eingemummelt, da unter der Ding da, ey. Ja. War kuschelig. Ja, von Temperatur war bei mir auch okay. Hm. Dieser Innenschlafsack musste sein, aber... Hm. Mit dem Zelt, wie gesagt, hat das funktioniert. Aber nächstes Mal werde ich doch den dickeren Schlafsack mitnehmen. Mhm. Das ist zu dünn mit dem Sommerschlafsack. Ja, ja. Experiment halbwegs geglückt. Ja, und du zauberst dir hier schon ein kleines Frühstück? Ich mache mir einen Kaffee, genau. Ein Kaffee aus einem nassen Tuch. Das sieht geil aus. Nee, nicht aus einem nassen Tuch. Hier aus dem Kaffeefilter. Ach so, ich dachte... Das ist eigentlich ein Teefilter. Der Kaffeefilter ist kaputt im Moment. Das ist doch für Frauen hier, wenn die da ihre... Genau. Wie heißt das? Schwangerschaftsverhütung. Diaphragma, so heißt das doch, ne? Ja, ich glaube, die sind aber ein bisschen kleiner, ne? Echt? Ja, also... Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist. Was sind das für eine Öffnung immer? Ja? Okay. Ah, könnte ein bisschen groß sein. Ne? Okay, ja gut. Dann ist das halt ein Kaffeefilter, alles klar. Genau. So, hier ist der Kaffee drin, ne? Oh, das ist diese French Press, ne? Cool. Ich habe den frisch gebrüht. Willst du mal probieren? Also Kaffee. Kaffee, hör doch auf. Ich rieche das sehr gerne, aber schmecken, das ist ganz grausam, ne? Überhaupt nicht. Gut. Ja, wie sieht der weitere Plan aus? Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen aufräumen und ja. Aufräumen. Das war kein schönes Wort. Nee. Aber ich denke, wir packen da noch zusammen zeitnah, ja. Denn wir haben ja noch 16 Kilometer bis nach Meschede. Ja. Das Chaos. So, jetzt beim Einpacken fängt es hier wieder an zu regnen. Muss man sich so ein bisschen beeilen beim Einpacken, aber es ist noch zu verkraften. Ja, auf jeden Fall jetzt ein paar Worte zu dem Kissen hier. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich richtig gut drauf geschlafen. Und das hat wirklich meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich hatte immer so die Sorge, wenn man so auf diesem Luftpolster schläft, dass das so federn könnte oder sich unnatürlich anfühlt. Aber
nichts von dem ist passiert. Ich habe da wie auf einem ganz normalen Kissen geschlafen, außer dass man dann das nicht so kneten kann. Aber braucht man gar nicht, weil das gibt schon genug Widerstand, sodass das reicht. Ne? Wenn man eben den richtigen Luftmenge drin hat, darf natürlich nicht prall aufpumpen. Ihr seht das, ich habe das so ein bisschen weicher gelassen und das war die richtige Luftmenge gewesen. Also das packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Richtig klasse Teil. Das wird auf jeden Fall mein vorhandenes Kunstfüllungskissen, das kennt ihr ja auch, das wird das auf jeden Fall ablösen. Und neben dem geringeren Packmaß wiegt das auch noch weniger und man schläft super drauf. Leute, was will man denn mehr? Ist jetzt weg. Jo, guck mal, was ich gerade hier doch zusammengeknüllt in meinem Rucksack gefunden habe, in der Seitentasche. Ein völlig zerdepperter Seitenbacher Sportriegel. Geil, haben wir auch direkt ein Frühstück. Ja, und es ist mir gerade die ganze Zeit hier so eine Wespe um den Kopf geflogen. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera zu sehen war. Kennt ihr diese Leute, die bei einer Wespe panisch aufspringen, um sich schlagen und wegrennen? Da denke ich jedes Mal, Leute, was ist mit euch los? Wespen, wenn die kommen, einfach stillhalten, fliegen lassen, dann gehen die auch von alleine wieder weg. Man kann also mit einer leichten Handbewegung die so leicht verscheuchen, aber nicht hektisch, sonst könnten die aggressiv werden. Also Ruhe bewahren ist da die beste Lösung. Panisch wegrennen, genau das Falsche. So, und jetzt erstmal Mahlzeit. 8.48 Uhr, der Platz ist geräumt, die Rucksäcke sind gepackt. Ich gehe mal rüber zum Jörg, der ist auch schon startklar. Genau, ja, lieber Jörg, dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter auf die letzten 15 Kilometer. Aber wir müssen ja erst noch aus unserem Privatwald raus, zurück zum Track, ne? So sieht's aus. So sieht's aus. Auf geht's. Auf geht's! So, damit herzlich willkommen zurück auf der Strecke. Also der erste Kilometer jetzt ging schon wieder ganz gut, ging schon wieder richtig steil bergauf. Jörg, wie läuft's bei dir? Läuft. Sehr gut. Vor allen Dingen sind ja auch die Rucksäcke jetzt um einiges leichter als gestern. Ne? Bei mir sind es etwa 3 Kilogramm weniger und bei dir? Ja, vielleicht 1,5, 2. 1,5, 2 Kilo. Das macht sich schon bemerkbar. Ne? Und dadurch, dass man gestern auch schon wieder richtig mit schwerem Gepäck unterwegs war, geht das dann am nächsten Tag schon mal deutlich leichter. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch gestern einen leichten Konditionszuwachs wieder verzeichnen konnte, nämlich nach der vergangenen Venlo-Tour. Und so soll das auch sein. Und heute machen wir halt nur, ich glaube, 15 Kilometer sind es noch oder 16. Dann sind wir auch schon wieder, was heißt schon wieder? Dann sind wir in Meschede, denn dort hat der Jörg sein Auto geparkt. Das war nämlich auch so ein Problem. Ich hatte die Tour geplant und wollte dann von Meschede aus mit der Bahn zurück nach Attendorn. Ja, Leute, kannst du knicken hier. Ne? Hier bist du wirklich, hier ist nichts. Hier ist der Hund begraben. Das heißt, von Meschede bis nach Attendorn wäre ich 3,5 Stunden mit dem Zug unterwegs gewesen und mit dem Bus. 3-mal mit dem Bus und 1-mal mit dem Zug, ja. Das heißt, 4-mal umsteigen. Ne, 3-mal umsteigen. Einsteigen. Bus, 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 Bahn. 4-mal umsteigen. Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Gut, die Infrastruktur ist halt nicht so dolle. Und jetzt wollte ich mich auch noch so, ja, wirklich entschuldigen für gestern. Ich habe ja so das so allgemeingültig formuliert, dass das Ding hier nichts kann, dass das langweilig ist, der Höhenflug und so weiter. Fand ich im Nachhinein sehr unhöflich. Es gibt bestimmt Leute, die hier sehr Gefallen dran finden. Also die Formulierung sollte lauten, ich finde diesen Höhenflug langweilig. Jeder andere kann ihn natürlich schön finden. Das ist so diese allgemeine Formulierung, zu der man neigt, ja, ja, das so auszusprechen. Ja. Ne? Sag, boah, das ist aber scheiße hier. Gehen wir hier links oder was? Müssen wir gucken. Links kann sein. Muss man eben sagen, boah, ich finde das aber scheiße. Also ich würde jetzt hier lang gehen. Ja, dann gehen wir da lang. Gehen wir da lang. Ja, das ist zwar Haarspalterei, aber macht schon einen enormen Unterschied, ne? Ob man seine eigene Meinung kundtut oder etwas klingen lässt, als wäre es allgemeingültig richtig. Und das ist es ja nicht. Wollte ich nur mal betont haben an der Stelle, wer hier gerne unterwegs ist, der kann das natürlich gerne weiterhin tun. Und ich will da auch keinem die Lust daran nehmen. Für mich hat sich herausgestellt, Höhenflug brauche ich nicht mehr. Ich gehöre ins Moseltal, habe ich jetzt festgestellt. Schöner Erkenntnisgewinn, weiter geht's. Katastrophe. So, liebe Leute, noch 12,6 Kilometer bis nach Meschede.
Vielleicht können wir hier und da noch ein bisschen abkürzen. Das ist auch der Plan, denn wir wollen auf jeden Fall zügig ankommen. Dem Jörg ist auch schon warm, der entkleidet sich gerade. An den Armen ist mir tatsächlich kalt, aber Oberkörper ist am Schwitzen. Deswegen bin ich froh, dass ich die Jacke aushabe. Ne, habe ich eben schon direkt im Rucksack gepackt, um mich ja nicht damit wieder rumplagen zu müssen. Wie gesagt, wie ist bei euch? Was mögt ihr lieber? Frieren oder schwitzen? Ne, ich finde, gegen Frieren kann man jederzeit etwas tun, bei Schwitzen aber nicht. Das ist so meine Wahrnehmung. Deswegen friere ich lieber. Das ist weitaus angenehmer als dieses Schwitzen, weil das macht mich irgendwann richtig aggressiv. Wenn da diese Hitzewallungen kommen, boah Leute, ganz schlimm. Ja, kurze Info noch, ich filme es nur mit dem internen Mikro. Es kann sein, dass hin und wieder so eine Windböe kommt, die das ein bisschen verrauschen lässt. Aber es hat sich herausgestellt, das ist halt wirklich viel zu aufwendig. Ne? Da muss halt wirklich bald mal nachgebessert werden seitens DJI. Ich bitte darum, dass man das mit dem externen Mikro vernünftig anschließen kann und dann auch vernünftig filmen kann. Dankeschön. Da vorne ist ein Flugplatz. Lieber Frank, Grüße gehen raus. So, es geht voran. Noch etwa 8,5 Kilometer auf Mescheder Landesgebiet befinden wir uns schon. Der Flugplatz gehört auch schon zu Meschede, aber Meschede selber, das ist noch ein Stückchen durch. Wir können auch eine Stelle noch ein bisschen abkürzen, da kommen wir vielleicht auf 8 Kilometer. Und ja, ist auch schön, wenn wir dann bald da sind. Ne? Der Jörg, auch ziemlich langsam unterwegs, ist natürlich auch der gestrigen Tour geschuldet. Ich merke auch, die beiden sind jetzt schon wieder richtig schwer. Ne, nach den gestrigen Höhenmetern, habe ich glaube ich gar nicht angesagt. Ne? Oh, jetzt haben wir insgesamt 50,17 Kilometer mit 1498 Höhenmetern seit gestern, seit Wanderbeginn. Ich habe jetzt hier die Kilometerzahl von heute, die addiere ich von der von gestern drauf. 50,17 Kilometer. Da kommt er, ja, gehen wir ein Stück zurück. Oh, ein paar Kilometer mehr. Jetzt wieder so ein bisschen ebenes Stück, das geht dann. Aber eben ging es wieder hoch, runter. Ah, Leute, es reicht. Genau das, was du willst, oder nicht? Das ist genau das, was ich will. Theoretisch, ja. Aber du bist auch schon so ein bisschen auf Schwächeln, ne? Ja, ich gehe lieber ein bisschen gemütlicher. Ja. Ich habe ja gesagt, also meine Wanderstiefel, die laufe ich ja aktuell noch ein. Ja. Die Füße tun natürlich weh. Ja. Ja, ich glaube. Ja, natürlich so Laufschuhe oder sowas wäre natürlich vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber ich will ja auch nicht durchknüppeln, ne? Also. Ja. Läuft also, weiter geht's. So, kurze Pause hier auf irgendeiner Anhöhe mit wunderbarem Ausblick. Da hinten so ein bisschen diesig und da regnet es glaube ich auch. Mal cool, ne? Ja. Ja, das sieht schon landschaftlich doch ganz... Wegen den Wolken sieht das jetzt ganz interessant aus, dieses Spiel aus Licht und Schatten und finsteren Wolken. Ja, auf jeden Fall, der Jörg hat hier noch so ein kleines Frühstück dabei. Ja. Was gibt es denn Gutes? Guck mal, ich habe entweder ein Corny oder Powerbar Energize. Advanced Energize. Ja, such du aus. Nee, ist egal. Ist egal. Komm, dann nimm das Corny. Was ist das? Vom Alexios. Ah, Banane, okay. Oder ja, magst du nicht? Der Banane bin ich nicht so. Ach, hör auf. Ja, dann so, nimm mal den Energize Raspberry. Raspberry ist Himbeere, ne? Ich glaube, ja. Genau, ja. Strawberry. Genau, da hat ein Zuschauer nämlich geschrieben, weil ich ja so spaßeshalber meinte, warum heißt Erdbeere nicht Earthberry auf Englisch. Und das hat wohl damit zu tun, weil die Erdbeeren mit Stroh abgedeckt werden, also mit Straw. Deswegen Strawberry. Vielen Dank. Ja? Ne? So zum Überwintern kommt, glaube ich, Stroh drüber, ne? Okay. Deswegen Strawberry. Ja, also lieber Zuschauer, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Vielen Dank für die Info. Ja, liebe Leute, es geht voran. Noch 4,4 Kilometer. Herzlich willkommen am Hennesee. Und der Jörg wusste zu berichten, dass man hier auch Drohne fliegen darf. Deswegen macht er gerade so einen kleinen Break und fliegt jetzt mit der Drohne. Ja, jetzt gerade sind wir noch ein Stück durch den Wald. Mussten wir zurück auf den Weg finden, weil wir uns verlaufen hatten, trotz Navigation. Da war aber nicht klar, ob wir da nicht in einem Naturschutzgebiet sind. Deswegen konnte man da leider nicht filmen. War aber sehr lustig gewesen, ziemlich steil. Quasi auf allen Vieren da runter und runtergeeiert, so mit schwerem Rucksack auf dem Rücken. Das war schon witzig, aber konnte leider nicht gefilmt werden. So ist das, ne? Dafür gibt es hier beim Jörg, ne? Video gerne mal anschauen, Link in der Videobeschreibung. Wir matchen die Drohne parat. Und dann fliegt er den... Wie hieß das Dingensee? Hennesee. Hennesee, da fliegt er den Hennesee. Da sind wir nämlich auch schon in Meschede. Da ist er, guck mal. Der Hennesee. Kann man das erkennen? Oh, da wieder finstere Wolken.
Muss ich mal artig meine Medizin nehmen. Ich fast einen Berg runter, hör mal. War da drauf? War da zu sehen? Müssen wir gleich mal sehen. Ich will es hoffen. Jörg schafft es, sturzfrei diese steile Böschung runterzukommen mit Rucksack und beim Drohne aufbauen legt er sich auf die Schnauze. Geil! Herzlich willkommen in Meschede. Grüße gehen raus an DJ Bim. Noch 991 Meter. Ach, das ist so ein Mikrokofferraum. Ich dachte, da könnten wir uns reinsetzen und abmoderieren. Oh, Junge. Wow, so liebe Leute, es ist endlich geschafft. 58,39 Kilometer in den letzten zwei Tagen. Ich habe halt wie gesagt aufaddiert, nicht genullt. Jetzt haben wir 12.26 Uhr, 1639 Höhenmeter. Leute, ich bin richtig fertig wieder, aber so gesund fertig. Ne? Ich freue mich jetzt gleich mit Jörg ins Auto einzusteigen. Ein wunderschöner Aigo, da finden wir neben den Rucksäcken gerade noch so Platz. Also, Jörg, war eine richtig geile Nummer. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen. Ja, ich finde das immer geil, dass man sich dann auf dem Schlafplatz trifft, jeder seine eigene Tour macht. Denke ich auch. Finde ich wunderbar. Ja, finde ich auch toll. Ja, hab auch ein bisschen Ruhe für sich und später können wir zusammen gehen. Ja, Leute, viel bleibt mir nicht mehr zu sagen. War eine geile Tour. Füße sind kaputt. Rucksack haben wir auch besprochen. Ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, in Meschede und fahren jetzt nach Hause. Genau, der Jörg fährt mich jetzt nämlich noch netterweise nach Attendorn, wenn ich diese 3,5 Stunden Zugfahrt nicht auf mich nehmen muss. Das ist sehr lieb zu mir. Ich bin sehr lieb zu dir, genau. Und von da aus fahre ich dann mit meinem Auto zurück nach Köln. Also ein bisschen haben wir noch vor uns. Wir beenden das Video aber jetzt schon an dieser Stelle und bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Ciao.